Doch, da waren wir doch, da sind wir hergekommen. Was? Morgen, Jungs. Und Mädels. Willkommen im neuen Jahr 2014. Ein gutes Neues. An dieser Stelle. Erstes Let's Play für dieses Jahr. Was war das jetzt schon wieder? Schau mal, da steht. Wir denken nicht davon ab, dass du meinen Namen da reinschreiben wolltest. Wieder mal. Und was soll das heißen? 1937 soll das heißen, auch wenn es nie ist. Starten wir mal das. Gibt es hin? Spiel. Zuschauerfrage von Auro Prime. Wenn ihr irgendwas an der Welt verändern könntet, also in den Gehirnen der Menschen, was würdet ihr machen? In den Gehirnen der Menschen? Ja, ich würde, glaube ich, erstmal sämtliche Religionen abschaffen. Ich möchte jetzt keinen gläubigen Zuschauer damit angreifen, aber meiner Meinung nach sind Religionen das Übel der Menschheit sozusagen, weil zahlreiche Kriege auf ihr Konto gehen. Sehe ich auch so, aber ich würde allgemein die Leute dahingehend verändern, dass sie überhaupt mal nachdenken, weil es kommt mir so vor, als ob es genug gibt, die einfach nur, weiß schon, da sind, aber sich keinen Kopf machen über die Sachen. Über was? Über die... What are you talking about? Du bist auch so einer. Oh nein. Ja, sag halt. Ja. Hallo, ich hab wirklich. Ja, was meinst du damit? Ich meine, so wie ich es sage. Ja, es gibt Leute, die da sind, aber nicht nachdenken. Gute Aussage. Ich weiß genau, was du meinst. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber ihr versteht schon, was ich meine. Einfach die Leute. Wenn ihr es versteht, schreibt einen Kommentar und erklärt es mir bitte. Zum Nachdenken anregen. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein ab sofort, ne? I have no idea what I'm talking about. Ich muss ja an dieser Stelle dieses Ding mit dem Hund, dieses Meme einblenden. I have no idea what I'm doing oder so. Das hat jetzt das okay, gepasst. Okay, ja. Alter, aufmachen. Du hast doch selber keinen Plan, wovon du sprichst, oder? Immer. Und dann erklär's mir halt. Nimm mir halt ein Beispiel. Lass mal überlegen. Ich komm nochmal drauf. Hauptsache irgendwas gesagt. Jetzt erstmal überlegen, was ja, ist damit gemeint? Zum Beispiel ist mir Religion. Da gibt's viele, die gehen, keine Ahnung, jeden Sonntag in die Kirche, machen sich aber nicht wirklich einen Kopf, dass es eigentlich völliger Blödsinn ist, und dann machen es einfach, weil es Gewohnheitssache ist, so zum Beispiel. Sie machen es, als Kind schon eingedingst... Weil sie es halt glauben, deswegen gehen sie die Kirche. Nee. Das finde ich dann auch in Ordnung. Nein, ich denke, es gibt mindestens genauso viele, die es einfach nur machen, weil sie es schon immer so machen. Die einfach nicht drüber nachdenken und... Das ist doch Unsinn. Ja, natürlich, aber so Leute gibt es. Ich muss nur zu mir ins Kaff kommen. Und ich weiß gar nicht, wo ich langlaufe. Aber wir haben die Karte. Ja, ich würde nur in die Kirche gehen, wenn ich auch gläubig wäre. Und wenn ich nicht an das Zeug aus der Kirche glaube, dann opfere ich doch nicht jeden Sonntag eine Stunde Zeit, um in die Kirche zu gehen. Tja. Wenn ich nichts davon habe, das ist doch blöd. Nee, also die Leute, die ihren Glauben ausleben wollen, die sonst machen, aber solche radikalen Religionen, auf die komme ich auch nicht klar und du bist... Nein! Ich hab's geschafft. Immer neu starten. Sag jetzt, was du damit gemeint hast. Ich hab's doch gerade erklärt. Ein blödes Beispiel. Das war zu hoch für dich. Tut mir leid. Ich kann auch nichts für den niedrigen Bildungsgrad.
Mückenkommando möchte wissen, wie stehen wir zu SCP 682? Cool, toll oder geil? Nee, Spaß, mal eine ehrliche Meinung. Ach so, na dann. Ja, es ist halt einfach ein SCP. Wir haben es noch nicht gesehen. Meiner Meinung nach wird es zu hoch gehypt, finde ich. Also ich finde es nicht irgendwie super geil als SCP. Das macht mich nicht an. Das wird so von den Medien hochgeschaukelt, ey. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also. Ja, was soll man davon halten? Das ist ja jetzt keine. Geht jetzt nicht nur um Meinung, sondern ist einfach ein SCP. Also, es war wieder so, dass der Anfangsgang. Ja. Also, dass vorher noch ein Gang Ich weiß kam. schon. Das war der Wahnsinn. Ich Hat hab es mich nicht gefreut. angemacht? Ja, ich hab mich so gefreut. Sehr gefreut, gell? So, schauen wir mal, was da ist. Ja. Leute. Ah, Flatsch. Weißt du, wo du langläufst? Immer links, immer links. Bist du beim ersten Mal nicht links gegangen, da bist du rechts gegangen, oder? Nee. Wieso gehst du jetzt da rein? Da will ich gar nicht rein. Was warst du drin? Boah, aber das Viech war nicht da. Das macht er. Und dann kommt dann, da machst du. Oder warte, ich mache hier auf, dann sehen wir, dass es da nicht weiter gibt. Optimal. Optimus Prime. Keycard. Hab's trotzdem noch nicht verstanden. Es nagt jetzt an dir. Bitte schreibt in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt. Hast du eigentlich dein IQ schon mal feststellen lassen? Nee. Nur so eine Frage, also. Oh. Ich habe schon von mehreren Menschen sagen lassen, dass ich intelligent bin. Hast du sagen lassen? Ja. Ui. Ich habe auch nicht so viele Freunde deshalb. Weil mir viele einfach zu blöd sind. Soll ich das jetzt als Kompliment sehen? Stimmt eigentlich. Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass intelligente Menschen weniger Freunde haben, weil sie keine Lust auf Drama haben. Habe ich auch nicht. Drama. Deswegen meinen solche Menschen eben den Kontakt. Das. Drück halt den Schalter jetzt. Schon Sag wieder der mal falsche. da. Sag mal. Sag mal. Da gehen wir nie rein. Warum nur? Ja, warum nur? Oder war der? Es gibt halt schon so Leute. Mit denen verbringst du Zeit und naja, zählt's halt so, aber du hast nicht wirklich was davon. Verstehst du, wie ich meine? Und dann gibt's Leute, mit denen kannst du dich wirklich auf einem höheren Niveau unterhalten. Und sowas finde ich toll. Das bereichert mich dann immer. Das bereichert dich doch. Ja. Ich verstehe schon, was du meinst. Also, so wie bei dir jetzt, du bist halt jetzt da und bring halt die Hallo. Zeit. Ich denke nicht drüber nach, oder? Ich bringe halt Zeit mit dir, weil wir halt Videos machen müssen. Danke. Du mich auch. Es hat sonst keinen tieferen Hintergrund. Ich komme auch nur, weil es hier warm ist und ich ab und zu was zu essen bekomme. Und weil es sehr schnell ist, Internet. Da ist gar keine Tür. Da kommen wir ja noch gar nicht rein. Fantastisch. Dreh dich nicht um. Hab ich leicht Gänsehaut bekommen. Innerlich. Yeah.
Ja, nun ehrlich. Ich wusste ja eigentlich, dass wir drin sind. Du bist eh kein Planmobil sind. Nee, hab ich auch nicht. Ja. Ist mir schon klar, so wenn ich dir so zuschaue. Nicht die Batterien. Davon stirbst du beim Aufheben. Echt? Das ist der Wahnsinn. Ich brauch keine Strange Bottle. Ja, nochmal fangen wir nicht von vorne an. Das kannst du vergessen, dann ist die Episode noch ziemlich vorbei. Bitte, 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 bitte. What the fuck? Was? What is this? Heb mal auf. Du hast rough gemacht. Fuck! Bist du rough gemacht? Weiß ich auch nicht, ich hab doch in die andere Richtung gedreht. Was ist das? Das ist so. Durch ein Ding. So Aktenvernichter. Nein, da ist die Karte jetzt weg. Ne? Ja. Aber die Maske ist da drin geblieben. What did you do? Meine Fehlerquote ist heute ziemlich hoch, ne? Muss ich mal selber zugeben hier. Ja, verkackt, ne? Ich glaube, die sind versammelt. Die Electrical Components kannst du nicht mehr retten. Ja, die sind von dem Navigator, den brauche ich eh nicht, aber die Karte, das ist schon scheiße, ne? Was ist? Wir versuchen es ohne. Haben wir es nicht mal ohne geschafft zu Gate A? Ja. Das war hart. Gate A ist aber langweilig. Tja. Können wir das Spiel genauso gut an dieser Stelle jetzt beenden? Ja, das ist gut. Ja, dazu bräuchte ich jetzt eine Keycard. Ich wollte speichern davor und hab's nicht getan. Speichern. Ohne Speichern schafft man es nie. Ich halte nichts davon. Könnten wir sogar nach einem Memory Access Violation könnten wir sogar weiterspielen. Ja, aber ich glaube, dass die eventabhängig sind. Zum Beispiel taucht er ja manchmal auf, wenn man den Schalter an den Fahrstuhl drückt oder so. Da kommen wir nicht einfach so. Wenn es da ist, sag das hier scheiße. Oh Mann. Weißt du noch, wo wir sind? Keine Ahnung. Du läufst mir viel zu wild durch die Gegend. Warte. Jetzt weiß ich, wo du bist. Jetzt bist du am Anfang. Spacko. Die Gasmaske hättest du wenigstens nochmal mit Verifying durchjagen können, dann hättest du jetzt wenigstens sprinten können. Tja. Hätte Fahrradkette, sag ich da nur. Ja. Aber wo sind wir? Ah, da geht's doch im Kreis, wenn man da lang geht. Nee, da geht's nicht im Kreis. Das ist nicht möglich. Da warst du doch jetzt schon. Ja, dann geht's halt doch da weiter. Da kommst du nicht von daher? Stimmt, da bin ich nie weitergelaufen. Hey, hä? Ganz am Anfang, oder was? Hört sich so ein Ding noch gar nicht durch, oder? Mit dem. Doch. Du bist auf jeden Fall durch so ein durch, aber ich weiß nicht, ob es da war oder. Das war doch, als ich gestorben bin. Hast verkackt. Kommst ohne Keycard nicht weiter. Ich probier's noch ein drittes Mal. Das ist ein. Also, wir haben schon eine Viertelstunde. Das ist ein unbefriedigendes Ende. So was, so dürfen wir das hier nicht stehen lassen. Warte. Da kannst du auch eine Frage vorlesen. Ja, haben wir überhaupt noch welche? Haben wir aber. Ich guck mal. Da ihr Gronkh angesprochen habt, möchte Dampf 2009 wissen, wen haben wir noch abonniert? Also Gronkh habe ich schon mal nicht abonniert. Nee, ich auch nicht. Und ich habe eigentlich auch sonst keinen
großen Let's Player abonniert. Johannes Tech Tipps habe ich aber abonniert. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Ich weiß es auch nicht auswendig. Also. Deines Tech-Tipps. Prank vs. Prank. Dieses Couple aus Philadelphia, die sich gegenseitig pranken, die machen auch Daily Vlogs. Weiß jetzt gar nicht. Ich hab, falls er das meint, ich hab PewDiePie habe ich abonniert, aber sonst eigentlich auch keine Let's Player. GameTube hatte ich mal. Aber die wollte ich auch nur zu der Zeit toll, als eben Sender und SCP, als das dazu Gameplays gemacht haben. Die waren echt gut. Und dann haben die angefangen, so andere Spiele zu posten, die mich halt nicht interessieren. Und dann habe ich sie wieder deabonniert. Sonst, was ich witzig also ich schaue keine Let's Plays. Was ich witzig finde, wenn irgendwelche auf der Straße irgendwelchen Scheiß machen, zum Beispiel. Pranks. Pranks auf der Straße. Wir können ja auch mal so ein Vlog machen. Wo kam ich jetzt her? Von da. Und du bist auf die Brücke zugelaufen. Dreh dich mal um. Ja, so, bist du hergekommen. Okay. Was sagt das denn? Hätte ich offen lassen können. Na, ist egal. Geht's nicht zurück und mach die Tür wieder auf. Doch. Ah, das ist doch einfach. Das ist die andere. Das war die andere Tür. Ja, deswegen ist es, sag ich, also es ist jetzt einfach, weil du jetzt nur in diese Richtung kannst. Wir müssen uns einfach mal so filmen, wie wir irgendwas unternehmen. Bah! Wo kommt der jetzt her? Ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen. Der kam von raus vom Wald. Das war's jetzt. Hat es jetzt drei Versuche. Es langt. Satz mir nix, war wohl nix. Ja, aber hättet ihr Interesse daran, uns mal in einem Vlog zu sehen? Wir müssen uns halt was einschauen lassen, was wir dann unternehmen. Weil wir müssen schon irgendwas bieten. Wir können uns ja nicht einfach filmen, wie wir zu McDonald's fahren und. Oder irgendwelche Challenges, die wir dann beim McDonald's machen. Das wäre mal eine Idee. Zum Beispiel, dass wir die Pommes auf den Boden schmeißen und uns irgendwie beschweren oder so. Keine Ahnung. Habt ihr Vorschläge? Das wäre mal was. Gut. Aber nicht sowas wie die Zimt-Challenge oder sowas. Das ist ja langweilig. Ja, aber sowas wie die Pommes, das habe ich gemeint. Da irgendwas auch in der Öffentlichkeit irgendeinen Scheiß machen. Zum Beispiel gibt es welche, die legen sich auf der Straße hin und schlafen oder so, keine Ahnung. Dann werden sie überfahren. Was? Dann werden sie überfahren. Jo. Also, falls ihr Wünsche, Vorschläge habt, in die Kommentare. Dann gucken wir mal. Also ich hätte Lust, sowas mal zu machen. Was mir gerade noch eingefallen ist. Abseits der Let's Plays, ja? Der eine, wo auf der Straße irgendwelche Frauen mit den Titten gelangt hat. Das haben wir letztens angeschaut, weißt du noch? Ja. Sowas zum Beispiel. Ist mir klar, dass dir das gefällt. Das war aber für Breast Cancer war das. Ach so. Und der war auch verkleidet. Der war auch anonym sozusagen. Nee, die haben, das war so eine Aktion, die haben für so ein Spendenprojekt für, gegen Brustkrebs haben die gemacht, für jedes Paar Brüste, die die anfassen dürfen, spenden die halt, weiß nicht, einen Dollar oder so. Oder ah ja, okay. Irgendwie sowas. Ja. Bis dann, Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.